Ne, ich muss den Dreck jetzt nicht etwa nochmal spielen, oder? Geil. Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Yeah, ich hab so einen Bock auf das Spiel. Und die Let's Play Pause ist vorbei. Und naja, wir können wieder los, mal weitermachen, Pokémon fangen und so. Und ich fange hier schon wieder das Gestottere an. Das ist ja müde super. Hey, bist du gut drauf? Nein, ich bin nicht gut drauf. Weil du wieder da bist. Ein Tipp, der rennt das als Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besiege sein Pokémon, bevor sie ihre Kräfte einsetzen können. Und die Felsen in der Mitte der Pokémon-Arena? Tja, räume sie aus dem Weg, denn sonst wirst du den Arenenleiter nie erreichen. Oh Mann, ich übersteuere gerade voll. Hast du dich verschoben, verlasse die Pokémon-Arena. So, wir sind wieder zurück. Die Let's Play Pause ist vorbei und ich bin gut drauf. Willkommen zurück bei Pokémon Kristall. Ich spiel das super gern. La 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 la. Und ich gern. Ich kann leider keinen Cent dafür entbehren. Ey, das ist voll die geile Stadt, vor allem die Musik. So, was bist du für eine Tusse? Hast du das Meer überquert, um hier zu kommen? Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn du deine Pokémon Flieger ersetzen könntest. Und in den Norden dieser Stadt ist Fliegen nutzlos, wenn du die Arenaleiter geschlagen hast. Die Arenaleiter? Habe ich gerade die Arenaleiter gesagt? Egal, das sind die Arenaleiter. Besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen. Also gut, im letzten Part sind wir, soweit ich weiß, hier in die Stadt angelangt, ne? Und haben sie uns ja noch gar nicht richtig angeschaut, oder? Haben sie uns angeschaut? Ich weiß gar nicht mehr. So lange her, ungefähr einen Monat, glaube ich, ungefähr, keine Ahnung. Ja, okay, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach mal rum, ne? Und schau nach, was wir so finden können. Wie zum Beispiel dieses Recon hier, aber noch nicht. Da gehen wir erst gleich hin. Erstmal sprechen wir die alte Tusse an. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Gewiss kenne ich deine Pokémon. Okay, dann kennst du bestimmt meinen Evoli. Du trafst Evoli hier. Dukatia City. Die Tageszeit war Vormittag. Sein Level war 20. Oh, das habe ich in der Schule gemacht, deswegen Vormittag. Das war ja damals, wo ich den Safe wiederherstellen musste. Da habe ich damals das Evoli vormittags, während wir Schule haben, nochmal geholt. Tja, weil ich nichts Besseres in der Schule zu tun habe. Ich bin gut, oder? Apropos, du solltest deine Pokémon etwas umsichtiger trainieren. Hey, schreib mir nicht vor, wie ich meine Pokémon trainieren muss, Schlampe. Besorg dir deine eigenen. Das geht doch so nicht. So, so eine alte Seniorin beleidigt, das mache ich ja fast täglich. Nein, natürlich nicht. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ach ja, Garados, vielleicht. Nee, komm, scheiß drauf. Kämpfen wir jetzt gegen Suicune! Was zum? Hey, bleib da! Du Weichei! Nightlife! Pussy! Yo, Gold! Das war eben nicht. War das eben nicht Suicune? Ich habe nur einen Blick riskiert. Aber ich dachte, ich hätte Suicune auf den Wellen rennen sehen. Suicune ist schön und fabelhaft. Und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Wenn du es so wundervoll findest, warum heiratest du es nicht? Ach nee, es rennt ja ständig vorher weg. ich möchte Suicune von nahem sehen. Ich habe mich entschieden, es zu heiraten. Nein, ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Suicunes Respekt zu verdienen. Auf Gold, lass uns kämpfen! Ist letzter sein Frust aus dem Milch raus oder was? Also ich kann mich dann Souls erinnern, da ist er, glaube ich, ein bisschen ausgerastet. Da war er nicht so locker drauf wie jetzt gerade. Egal, los geht's. Der Trainer hat übrigens in sich. Ich habe schon ein paar Mal gegen den verloren, weil ich nicht vorbereitet war. Ein Traumato. Da bin ich ganz traumatisiert. Ja, gut, ich höre schon auf mit diesen lahmen Flachwitzen von Gronkh. die ich alle von Gronkh geklaut habe. Natürlich habe ich habe alles von Gronkh geklaut. Genau wegen Gronkh mache ich ja diese Scheiße hier mit Let's Plays und so, ne? Alles wegen Gronkh. Genau. Let's Plays sind mir völlig scheißegal. Ich will nur Kohle scheffeln. Los, ich scheffe jetzt Kohle!
indem ich diesen Trainer besiege. Jetzt geh schon. Ein Biss noch. Na gut, immerhin trifft die scheiß Hypnose von Traumato nicht. Das hätte mich ansonsten sehr traumatisiert. Ja gut, einmal ist schon heftig genug. Da muss ich denselben Witz nicht zweimal sagen. Das wäre... Boah. Okay, ich bin gerade ein bisschen verlockt, das wohin genau jetzt einzusetzen. Na komm, setz mal wohin genau ein, ich habe jetzt Lust drauf. So, wohin genau, los geht's. Macht das Elektroball kalt. Elektroball greift bestimmt mit Explosion oder eine Elektroattacke an. Daher, natürlich, ich benutze Spiegelcape. So, jetzt natürlich, jetzt kommt eine physische Attacke. Genau, aber jetzt kann ich vorhersehen, dass die nächste Attacke eine Walzer-Attacke ist. Weil Walzer, wenn man es einmal einsetzt, muss man es dauernd einsetzen. Der Nachteil ist, Walzer wird immer stärker. Aber unser Konter ebenfalls, ja. Kann man so sagen, wie man möchte. Okay, noch einmal. Naja, sein Walzer wird stärker, trifft unser Wohin genau noch mehr ins Gesicht. Aua, wohin genau? Oh, jetzt aber. Ich frage mich, was passiert, wenn wohin genau down ist. Wohin genau, du bist tot! Wohin genau! Ist so! So. Mann, bin ich jetzt irgendwie krass drauf. Irgendwie anders als sonst, naja. Ich will jetzt mal einen anderen Kommentierstil eingehen, weil ich bin ein bisschen, ja, ich muss zugeben, meine alten Parts, die sind ein bisschen gelangweilt. Also da habe ich immer so ganz langweilig gesprochen, ungefähr so total ernst. Und ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen auflockern, deswegen rede ich jetzt gerade, was mir durch den Kopf fliegt. obwohl gar keine Vögel fliegen. Oh. Ja, Mann. Okay, das wird langsam nicht mehr schön. Ja, aber ich rede hier nicht von diesen Flachwitzen, sondern von diesem Apollo hier, das da vor meinem Golbert steht und mich abschlägt, wie so ein Perverser. So, jetzt er. Enemy down. War ja gar nicht so schwer. Ja gut, wir haben unser Pokémon ja einigermaßen gut trainiert. Ich hasse es, das zuzugeben, aber du hast gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen. Du bist Wahnsinn, Gold. Darum sind dir Pokémon so zugetan. Ja, meine Pokémon sind mir sehr zugetan. Ja, meine Pokémon. Okay, jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Suicune suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Man sieht sich. Ja, see ya again. Whatever. Mein Englisch ist immer noch so scheiße wie sonst. Da hat sich nichts geändert. Und übrigens, übermorgen schreiben wir eine Englisch-Schulaufgabe, ironischerweise. Und morgen muss ich ein scheiß Referat halten. Hurra! Das wird die schönste Woche meines Lebens. Referat und Ding. Ja, Englisch. Da kann ich ja gleich ein Referat auf Englisch machen. Today I'm making a referat on English. But first I need to do is to scheiß auf Englisch und reden wieder auf Deutsch. Ja. Welches Foto möchtest du grafieren? Ja. Ein Fotografieren. Nehmen wir mal Evoli. Komm, Evoli. Okay, beweg dich nicht. Er macht gerade das Foto. Das kann ein bisschen dauern. Genießen wir die Musik. Ich mach's mal ein bisschen lauter, damit ihr sie hören könnt. Weil dieser Soundtrack, der ist einzigartig, den müsst ihr euch anhören. Moment, was haben wir da? Sounds? Viermal, das wird zwar scheiße laut werden, aber egal. Geiler Beat! Yeah! Yeah! Es ist Tune! Okay, das reicht. Es ist Tune! Okay, das reicht. Nein, das reicht, habe ich gesagt. Verdammt, Enter-Taste gedrückt. Lautstärke, das war das hier. Das ist ja noch viel leiser als sonst. Moment! Mir fällt gerade auf, wie leise das ganze Zeug ist. Ich muss es mal ein bisschen lauter drehen. So, jetzt muss es passen.
Ah, das ist viel zu laut, jetzt merke ich gerade, das muss ich wieder leise drehen, sorry, dass ich das jetzt optimieren muss im Let's Play, aber scheiß drauf. So, jetzt. Gut, weiter geht's. Es sind 10 Minuten vorbei, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben gegen Eulsen gekämpft und gewonnen, mehr nicht, okay, gut. Okay, wir müssen schnell machen. Ich möchte das Let's Play bis nach den Sommerferien fertig machen, weil wir dann in die große Mega-Let's Play-Pause starten. Und ja, ich möchte bis dahin noch alle Projekte, die wir momentan noch haben, fertig machen. So, aber zurück zum Spiel. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Doch, weil ich jetzt dein Pokémon kalt mache. Schwarzgurt. Nein, ich mache jetzt keine Witze über Schwarze. Und Gurte. Oder vielleicht doch? Nein. Ach komm, das sieht ja gar nicht so ab. Was hast du getrunken, während ich da Pause gemacht habe? LSD oder sowas? LSD kann man LSD trinken? Ja gut, wenn man es zermalt und in den Getränk rein tut, dann kann man LSD trinken. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Dealer oder whatever. Kein Drogen-Junkie, whatever. So, auch wenn es manchmal danach klingt. Oder, nein, mein Lehrer, mein Betriebswirtschaftslehrer, der sagt immer, dass wir unseren Stoff anschauen müssten. Da denke ich mir immer, was für ein Stoff? Dabei bin ich doch kein Junkie. Ne, Stoff anschauen. Ihr versteht. Nase ziehen. Alter, der macht unser Igel aber kalt. Sowas. Ja, war ich einen Moment mal nicht aufmerksam. Naja, gut. Dann nehmen wir jetzt einmal unser magisches Wohingenau. Keine Ahnung, warum es magisch ist. Es sieht halt danach aus. So, kommt er. Er greift bestimmt natürlich mit einer normalen Attacke an. Jetzt war eine Kampfattacke, aber der Element, der Typ da halt vom der Angriffstyp ist normal, deswegen, ja, habe ich jetzt gerade normal gesagt. Es ist nicht der Elementtyp, sondern der Angriffstyp. Ihr versteht hoffentlich, was ich jetzt damit meine. So, ja, Saver ist down. Xavier, Naidoo. Oh. Das ist unmöglich. So, Xavier, Naidoo ist down. So, wir kommen jetzt. Sein Bruder, nee. Ja, Meister, der Kampfkunst haben von nichts Angst. Außer vor dem Killer mit dem Löffel. Er verfolgt dich bis an dein Lebensende, bis du tot bist. Und er klappt immer mit dem Löffel auf dich ein. Und wieder. Und wieder. Ach, da gibt's so ein neues Video auf YouTube. Einfach mal nachgoogeln. Googeln. Okay, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie der heißt. Verdammt, ich würde gerne so gerne Witze über die Namen der Trainer machen. Na gut, nehmen wir mal Alpollo. Verpassen diesen Nordschein einem Albtraum. Oh, ich dachte schon, Alpollo sei eingefroren. So, mach ihn schön müde. Kann ein kleines Nickerchen machen. Gut, ja, wer sich jeden Tag auspowert, der muss auch ein Nickerchen machen. Deswegen schläft jetzt das Nordschein. Das ist nicht wegen Hypnose, das ist rein logisch, dass ich jetzt penne. So. Ja, Spukball. Eigentlich wäre Spukball nicht sehr effektiv, ne? Aber egal, jetzt zweite Generation, da kann man schon sowas machen. Und tschüss, Schnockchan. Du wurdest ausgenockt. Mann, fast Level Up für Alpollo. Aber nicht in diesem Kampf. Chef heißt der. Chef. Ich kenne keinen Chef. Ah, Chef ist schwierig, Witze zu machen. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Okay. Aua, das hat weh. Ah, ah, scheiße. Mit der Faust gerade voll gegen den Schreibtisch. Ah. Das war eine Plastikschüssel. Ich muss mal kurz den Müll auf... Scheiß auf den Müll. Weiter. Ey, was habe ich da für ein Krempel? Krempel, ja. Ich spiele Krempelkrieger im Angriffsmodus. Okay, zurück zum Kampf.
Pet Peter. Hallo Peter. Peter, Peter, Peter. Peter, Peter, Peter. Das muss man Russisch aussprechen. Peter. Ah, den Witz gibt's schon auf YouTube, genau. Ja gut, ist nur mach Hallo, ich glaube, Garros müsste es schon schaffen mit einer Surf-Attacke. Ich schätze mal bis zur Hälfte. Na, wer ist der Boss im Pokémon? Ich bin der Boss. Ha! Oh, das war ein bisschen zu laut. Sorry für das, gerade eben, ne? So. Und Macholo ist down. Oder Macholo, ich sag Macholo. Es gibt auch Leute, die sagen Macholo, obwohl es Macholo heißt. Naja. Level 23 für Gyarados. Noch ein Level, dann lernst du Drachenwut. Yippie. Und Level 25 für Woingenau. Und Level 20, Level 66 für den toten Hund der Gyarados-Fels draußen. Naja. Keine Ahnung, wie ich zu Level 66 komme. Wahrscheinlich 66 Fäuste. So. Alter, hält nicht seine Klappe. Unglaublich. So, nehmen wir mal Golbat. Oh, sieht ja richtig muskulös aus, dieses Mashok. Und unser Golbat hat noch keinen Flügelschlag. Verdammt. Jetzt bin ich aber verwirrt. Nein, nicht ich, sondern das Mashok jetzt. Ich mach dich kalt, du verdammtes Mashok. Na, genau. I'm going to punch your face. In the face. So, bis. Nicht sehr effektiv, ja. War ja knapp und nicht gegen Kampf. Aber schreckt zurück, immerhin. Hm, schauen wir mal, ob Blutsauger effektiver gegen Mashok ist. Naja, nicht immer annähernd. Also gut, ich muss wechseln. Selbst verletzen. Jawohl, danke schön. Vielleicht ist mein Job, wenn du dich selbst verletzt. Das ist auch bei Attentätern so. Wenn die zum Beispiel so Suizidgefährdete abknallen müssen, dann erleichtert es auch denen ihr Job, wenn die Opfer sich selbst killen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf so einen Schmarrn komme. Zu viel Sat.1 und RTL geschaut, da kommt so ein Scheiß jeden Tag. So, ganz ehrlich. So, muss dazu gesagt werden. Ganz ehrlich. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, ne? Immer wenn ich RTL schaue, kommt das Wort ganz ehrlich. Aber es freut mich, dass die Leute bei RTL so ehrlich sind und zugeben, dass sie ganz ehrlich sind, weil lieber sind sie ganz ehrlich als, keine Ahnung. So. Apollo ist ganz schön gut in der Arena. So, Mashok hätten wir erledigt. Level up. Na, immer noch nicht. Ey, was ist denn los mit dir, Apollo, hä? Er sagt nichts, okay. So, hier brauchen wir Stärke. Haben wir denn Stärke? Muss gucken. Ja, wählen wir mal den Felsen an. Nein, wir haben keine Stärke. Haben wir Stärke denn dabei? Ich muss schauen, ob wir Stärke dabei haben. Moment. Ja, wir haben Stärke dabei. Juhu, okay. Welches Pokémon wollen wir denn Stärke beibringen? Ja, Iglavar und Gyarados. Das ist jetzt die große Frage. Ich nehme keins davon. Ich habe da, glaube ich, so ein Macholo noch da mitgenommen. Aber zu KT City, das haben wir ja damals mit dem Abra getauscht. Und es heißt, keine Ahnung. Herkules, glaube ich. Irgendwas Heldenmäßiges. Okay, welches Pokémon brauchen wir jetzt gerade nicht? Es ist, nehmen wir mal Golbat. Gut, und jetzt nehmen wir mit, und zwar... Hä? Wo ist das Kampf-Macholo, was wir damals mitgenommen haben? Wo ist das? Ich will dieses Macholo haben. Egal, wir haben auch noch ein Onix gefangen, nehmen wir halt das da. Wahrscheinlich ist das Macholo im Urlaub oder so, keine Ahnung. Auf den Malediven irgendwo am Strand hängen. Ich muss hier, jetzt gleich um den 5. Orden, glaube ich, ist, ne, kämpfen. Oder ist es unser 5. Orden? Jetzt bin ich neugierig. Ist es unser 5. Orden? Jawohl, 5. Orden. Haha. Gut, jetzt Stärke. Und Stärke bringen wir logischerweise unserem Onix bei. A.K.A. Aaron. Gut, und jetzt geht's weiter mit der Arena.
Natürlich mehr. Oh Mann, ich werde hier schon ganz heiser. Ja, lange nicht mehr ununterbrochen geredet. Wegen Let's Play Pause und so, ne? So. Gegen die Wut meiner Fäuste kommen deine Pokémon nicht an. Oder können ich es ausrichten, whatever. Tja, Stärke ist nicht alles, mein lieber Freund. Stärke ist nicht alles. Intelligenz ist sogar noch mächtiger als Stärke. Würde ich behaupten, also... Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich behaupte es einfach mal so. So. Okay, Alpollo, Mankey ist völlig nutzlos gegen Geist-Pokémon. Das hatten wir ja auch in der ersten Generation, ich weiß nicht mehr welches Spiel es damals war, ich glaube das war die blaue Edition. Da haben wir uns ja damals einen Nebula, glaube ich, geholt und damit sind wir dann im Kampf Dojo in Saffronio City durchgerusht, glaube ich. Ohne Probleme, also... Geister-Pokémon sind echt, ja, perfekt gegen Kampf-Pokémon. Gut, ich habe euch ja gar nicht erzählt, über welches Thema ich Referat halte. Das Thema, über was ich mein Referat halte, ist Japan. Ja, Japan, genau, die Herkunft der Pokémon. Warum Japan? Ganz einfach, ich mag Japan. Keine Ahnung warum. Ich mag halt Japan. Bei Nintendo-Spiele und so. Ach ja, noch wegen Nintendo-Spiele. Deswegen mag ich Japan. Ja, okay, das Referat, das dürfen wir uns frei auswählen. Und was mache ich? Japan! Habe ich mir sofort überlegt. Wo die Lehrerin das gesagt hat. Ihr dürft euch ein freies Referat auswählen. Da ich so in meinem Kopf: Japan! Okay, Surfer. Na, passend so einem Wetter. Draußen im Freien ein bisschen surfen. Bei dem heißen Wetter. Wie heiß ist denn gerade draußen? Verdammt, meine Windows-Dingens ist deaktiviert. Meine Temperaturanzeige draußen ist deaktiviert. Das kann man ja bei Windows 7 aktivieren als so eine Mini-Anwendung. Auf dem Desktop, also wenn ihr im Desktop seid, rechtsklickt, dann steht da Mini-Anwendungen und dann könnt ihr das aktivieren. Und warum zum Teufel hat... Achso, Aaron Mann, erste Stelle habe ich gar nicht mitgekriegt. Das macht mich ganz rasend. Da werde ich zum Raser. Das sieht irgendwie aus wie ein Schwein. Und ein Mann. Und teilweise wie ein Bär. Mann, Bärschwein. So, ja gut, wieder, ich klaue irgendwie meine Jokes alle von irgendwelchen Sendungen oder von anderen YouTubern. Ich bin voll der Faker. Ich klaue irgendwie von allem was. Alles, was ich irgendwie aufschnappe, das sammelt sich hier in meinem Kopf und wird hier im Let's Play gesagt. Okay, Razor ist down. Mir wird langsam langweilig, keine Ahnung warum. Ach ja, jetzt gegen den Arena zu kämpfen, deswegen wird mir langweilig. Was? Egal. So, Tim. Tim. Ich kann keinen Witz über Tim machen. Ich wurde zerschmettert. Tim benutze ich immer als Beispielcharakter. Also wenn wir in der Schule irgendwie was begründen müssen, dann nehme ich halt immer den Namen Tim. Keine Ahnung warum. Tim, Tom, Timmy und Tommy nehme ich da immer. Gut, haben wir schon unsere Pokémon. Wir haben jetzt zum Glück die Speed-Taste. Yippie! Hallo Speed-Taste, ich hab dich schon vermisst. Wie geht's dir? Ah, mir geht's gut! Okay, der Speed-Taste geht's offensichtlich gut. Und nein, ich bin nicht verrückt. Manche von euch haben mir geschrieben, ich sei verrückt, weil ich immer so einen Scheiß mache. Aber das ist völlig natürlich. Ich wette, die Politiker machen das auch so heimlich, während die ihre Wahlreden schreiben. Dann nehmen sie so ein Let's Play auf, dann machen sie auch so einen Scheiß, wie ich jetzt gerade so. Ich wette, die Merkel macht das auch. Oh, deswegen sagt die auch, das Internet sei Neuland. Okay, jetzt wird's ernst. Hartwig heißt der, glaube ich, ne? Hartwig. Es wird Zeit. Ich trete dir mit meiner harten Faust hart in dein Hartwig. Okay. Der war scheiße. Ich geb's zu, der war scheiße. Ich arbeite noch dran, die Witze Freestyle zu machen. Los geht's. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin.
Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf! Da! Jetzt hast du dich erschreckt, wa? Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun, das ist wahr? Komm her, lass uns kämpfen! Und ich hoffe, ich vergesse die Musik nicht zu ändern. Hallo, epische Musik! Da-da-da-dam! Okay, gut, Hartwig. Er hat nur zwei Pokémon, ist ja langweilig. Wow, ein Rasaf. Ich habe solche Angst. Hurra! Meine Nackenhaare recken sich schon. So, jetzt benutze ich mal Nachtnebel, weil dieses Rasaf mich eh nicht attackieren kann. Außer mit Silberblick, natürlich auch. Scheiß auf Silberblick. So, Nachtnebel! Das Rasaf ist völlig hilflos gegen unser Apollo. Ist ja richtig süß. Oh, dieses Rasaf ist ja richtig putzig. Okay, es ist down. Gut, es kommt jetzt. Oh Mann, jetzt kommt der Endboss. Ich habe solche Angst. Hallo, Quapo. Wow, sieht der richtig Mununströn? Ist ein eigenes Wort, was ich gerade gefunden habe. Mununströn. Könntest du im Duden nachschauen? Steht nirgends drin, das habe ich gerade gefunden. Mununströn. M-U-N-U-S-T-R-Ö-N. Willensleser. Ja, Willensleser bewirkt, dass die nächste Attacke zu 100% trifft. Das kombiniert er gerne mit seiner Wuchtschlag-Attacke. Ganz gute Taktik eigentlich für ein damaliges Spiel. Nein, Hyperheiler. Ach, du leck mich doch am Hintern. Hier, ich verfluche dich, du verfluchtes Quappo. Jetzt mach wieder ein Nickerchen. Ah. Ich dachte, es wäre eine Kampfarena. Warum greifst du da mit Wasserattacken an, du Pussy? Hä? Hast du keine besseren Kampfattacken drauf? Musst du mit Wasserattacken angreifen? Hä? Oh, ist ja richtig lame, was du da machst. Oh. Der greift mit Wasserattacken an, obwohl es eine Kampfarena ist. Ich glaub's nicht. Nur Pussys machen sowas. Bist du Nightlife 2.0 oder was? Auch jetzt auch noch Hypnose einsetzen. Genau, um eine Statusveränderung verpassen, du lamer Sack. Ja, genau, Spiel. Achso, das ist meine Attacke. Fail. Okay, Abgangsbund. Warum nicht? Abgangsbund. Killst du mein Wohin genau? Killst mein Wohin genau dich? Das ist wie mit Türken. Wenn man die. Oh, jetzt, nee, jetzt soll ich besser aufpassen. Egal, das ist nur Witze. Also, an alle Türken, die das dir anschauen, das ist nur Witz, ne? Nicht ernst gemeint, nur Spaß. Okay, das ist so wie wenn man einen Türke beleidigt, der kühlt dich dann auch. Ihr holt dann 20 Türken und der kühlt dich auch, bis du tot bist. Selbst wenn er sich selber damit tötet oder so, keine Ahnung. Ach, leck mich, ich war ein Scheißwitz, ich geb zu. Und warum setze ich kein Spiegelcape ein? Ah, ich bin so schlau, 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 ich bin so bekloppt, ich bin so bekloppt, ich bin. Ah, noch ein bisschen. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Heiler oder sowas. Hyperheiler bestimmt. Und das wäre jetzt auch ein geiler Abgangsbund. Ich nehme Abgangsbund. Ich weiß nicht, ob Abgangsbund dauerhaft funktioniert oder ob das nur einmal funktioniert. Also wenn man es einsetzt halt, wenn es dann sofort funktioniert und ach nee, funktioniert. Egal, schnell vergessen, hat eh keiner kopiert. So. Jetzt ist es eigentlich egal, was ich mache, ne? Okay. Mein Gardas wird dich besiegen! Mit einer Platschattacke! Erstarre in Ehrfurcht! Oh oh! Wuchtschlag! Oh nein! Oh nein! Verwirrt! Ja gut, das ist die logische Folge von Wuchtschlag. Ha! Gardas hat den Gegner mit einer Platschattacke gekillt! Fail! Hä? Ich habe verloren! Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Wollte halt Faustorden, ja, Faustorden. Faustorden. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Nur dumm, dass wir hier in diesem Let's Play nicht tauschen werden. Leider, ansonsten hätte ich schon längst einen Gengar. Außerdem könnten deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes ansehen. Hier, nimm auch dies! Das ist die TM-Wuchtschlag, die wir gerade in Einsatz gesehen haben. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er das tut, verwirrt er den Gegner.
nette Attacke. Aber nach halt, die trifft halt nicht immer, ne? So, dann holen wir uns noch die VM Fliegen ab. Du hast das Mehl überquert und bla bla bla, dich haben wir schon angehört, ja, ja, ja. Das ist der Orden von der Pokémon Arena von Harmonia City, dann sollt ihr diese VMT, gehorchen. Früher habe ich ewig gesucht nach der VM 2 und habe nicht gecheckt, dass man die hier bekommt. Ich habe echt ohne Witz die ganze Johto-Region nach dieser verdammten VM 2 gesucht, habe sie nicht gefunden. Und schließlich und endlich, nach 3-4 Jahren, habe ich sie dann doch hier gefunden, in, wie heißt die Stadt, Harmonia City. LOL. Bring dir Pokémon Fliegen bei und du kannst sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so, er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Okay. Welches Pokémon könnten wir denn Fliegen beibringen? Scheiße, dass wir kein X-Bad haben. Wir brauchen ein X-Bad. Ich will ein X-Bad, damit unser damit wir endlich fliegen können. Verdammte Mist. Also gut, dann bereite ich noch alles vor auf die Heimreise. Oder auf die Rückfahrt, in dem Fall zum Leuchtturm. Haben wir schnell unsere Pokémon. Na, wir kommen langsam voran. Jetzt können wir uns ja langsam auf den Weg in Richtung Eisarena machen. Da waren wir ja schon bereits, um die rote Haut zu bekommen. Aber jetzt werden wir die ganzen Trainer hier da in dieser Route da ganz rechts, also im Osten von Johto, im Nordosten von Johto machen und ja, könnte episch werden. Laden wir zunächst noch dieses völlig nutzlose Onix ab und nehmen unser Golbat mit hier. Hallo Golbat, Golbat erhalten, yippie. Ja, gut, dann bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ich bin im nächsten Part auch wieder so cool drauf. Oder beziehungsweise, wenn es euch nicht gefallen hat, dann werde ich abstellen. Und ja, ich werde schauen, wie es rüberkommt jetzt, ne? Also dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Und dann noch schönen Tag auch euch noch, ne? Also, peace out!